Hallöchen, schön, dass du da bist. Und jetzt malen wir wieder zusammen. Und heute bemalen wir einen Stein. Und das wird ein ganz besonderer Glücksstein mit einem Sonnenuntergang und einem Baum, der sich im Wasser spiegelt. Und hier fange ich an mit einer ersten Schicht Weiß und Schwarz. So entsteht ein Farbverlauf. Diese Schicht lasse ich dann erstmal ein bisschen antrocknen und dann geht es los. Auf der einen Seite wird der Stein eher rot und auf der anderen Seite wird er eher orange. Und so gebe ich die Farbe in einer dünnen Schicht auf. Da folgen gleich noch weitere. Also entspann dich, nimm wenig Farbe und arbeite von Schicht zu Schicht. Das wird toll. So, bis knapp zur Hälfte bemale ich den Stein erstmal in einer dünnen Schicht rot und auf der anderen Seite beginne ich mit orange. Dann kommt dann gleich noch ein bisschen gelb dazu, aber das wirst du alles sehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Malen. Vielleicht malst du ja gerade schon mit und da wünsche ich dir natürlich gutes Gelingen. Ich spiele hier mit den Tönen und dann nehme ich zwischendurch auch immer mal ein bisschen Weiß dazu. Und ja, wie gesagt, ich spiele damit und mach du es auch, spiele auch damit. Und hier habe ich mir überlegt, ach, den sanften Sonnenschein, den kann ich eigentlich gut mit einem Schwamm tupfen. Und so tupfe ich hier Weiß und Gelb auf und es fängt an zu leuchten. Gleich kommt dann noch der Spachtel dazu, da gebe ich dann noch ein bisschen mehr Farbe auf und verteile das dann mit dem Pinsel. Also ich wische da einmal so wusch drüber, nicht mit viel Druck, ganz, ganz sanft. Ja, und so darf es wachsen und entstehen. Lass es auch immer mal auf dich wirken. Schau es dir an, vielleicht nimmst du es in die Hand oder vielleicht machst du ein Foto und schaust es dir dann auf deinem Handy an. Und wie von alleine wirst du dann einfach weitermalen, weil du dann weißt, was du machen sollst oder willst. Verwische, also verblende die Farbe so lange, bis es dir richtig gut gefällt. Und wenn es nicht klappt, lass es zwischendurch trocknen und dann legst du die nächste Schicht auf. Bei so dünnen Schichten geht das ja immer ganz schnell mit der Trocknung. Und hier starten wir mit dem Baum. Und da empfehle ich dir erstmal mit einem kleinen Baum zu beginnen und so kannst du immer größer werden. Wenn du jetzt schon direkt den Baum ganz groß dahinsetzt, bist du nicht mehr ganz so flexibel. Und lass es auf dich wirken, wie so das Erste ist, was da entstanden ist. Und dann kannst du es ausweiten und dich auch richtig breit machen. Und ich beginne jetzt hier mit den Ästen, die etwas dickeren Äste und dann später arbeite ich dann auch mit dem Schlepperpinsel
für die zarten Zweige. Für die Arbeit mit einem Schlepperpinsel oder einem Liner empfehle ich dir, die Farbe zu verdünnen mit Wasser, und dann fällt es dir viel leichter, diese zarten Zweige zu malen. Oder auch wenn du Grashalme malst, so gelingen sie dir ganz, ganz einfach. Und versuche beim Äste malen die Hand vielleicht ein bisschen zittern zu lassen, und dann werden die Äste und Zweige natürlicher. Du kannst auch, während du den Pinsel über deinen Malgrund ziehst und einen Ast malst, den Pinsel währenddessen zwischen deinen Fingern drehen, und so macht das auch nochmal schöne Effekte. Ich liebe es, Zweige und Äste zu malen, genauso wie Grashalme. Es ist einfach total entspannend. Ästchen für Ästchen und Zweig für Zweig entstehen zu lassen. Und jeder Ast sieht anders aus, wie es auch in der Natur ist. Wackel ein bisschen mit deinem Pinsel, drehe ihn zwischen deinen Fingern. Und arbeite mit relativ flüssiger Farbe, aber du wirst schon sehen, wie es sich für dich am besten anfühlt. Und schau zwischendurch auch mal drauf, lass es auf dich wirken. Bist du noch auf dem richtigen Weg? Wird es langsam zu viel? Wobei, zu viel Äste, weiß ich gar nicht, ob es das gibt. Das wird auf jeden Fall richtig schön. Und jetzt machen wir uns an die Spiegelung auf der Wasseroberfläche. Und dafür nimmst du auch den Schlepperpinsel und malst einfache Linien auf. Und so entsteht mit jeder Linie, die du ziehst, da kannst du so ein bisschen in Wellen den Pinsel führen oder auch in geraden Strichen, in kurzen und in langen. Versuch mal, wie es für dich am besten ist und welche Effekte du da am besten mit deinem Pinsel erzielst. Und so wächst die Spiegelung. Und jetzt nehme ich noch hellere Töne dazu. Damit das nicht so langweilig wirkt, kommen jetzt noch Lichtreflexe auf die Wasseroberfläche. Und dafür nehme ich natürlich die gleichen Farben, die ich auch im Himmel habe. Und so hast du ein ganz harmonisches Bild. Und so schaue ich auch immer zwischendurch, was darf da noch hin? Und hier ist mir aufgefallen, der Baum, der hat noch gar keine Rinde. Und wenn ich sage, der Baum, dem malen wir jetzt eine Rinde, dann hört sich das vielleicht kompliziert an, ist es aber gar nicht. Du nimmst einfach einen dünnen Pinsel oder je nachdem wie groß dein Baum ist, einen größeren, und dann setzt du
Linien auf deinen dunklen Farbanstrich, den du zuerst draufgesetzt hast. Und auch bei den zarten Linien kannst du dann wackeln und ein bisschen variieren. Und dann ist die Rinde schon fertig. So einfach geht's. Kleine Details hier und da. Ich nenne es auch gerne etwas Liebe noch hier und da. Und dann ist es auch gleich fertig. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Freude beim Nachmalen. Und solltest du ihn verschenken, ganz viel Spaß beim Verschenken. Ich wünsche dir alles Liebe und ich freue mich auf dich im nächsten Video. Deine Anke.